Hallo, Charlotte hier von Brautconcierge. Es gibt ja unzählige Hochzeitsplaner auf dem Markt und ich dachte mir, ich helfe euch bei der Wahl eures Hochzeitsplaners und schaue mir mal verschiedene an. Den Beginn macht Just Love Wedding Planner von Joe & Judy. Schauen wir rein! Dieses Video wurde nicht von Joe & Judy gesponsert. Der Planer wurde von mir selbst gekauft und alle Meinungen sind und bleiben meine persönlichen. Dann schauen wir den Planer einfach einmal an. Den Willkommensbrief von Joe & Judy werde ich euch nicht vorlesen, aber er ist so schön, den wollte ich euch nochmal zeigen. Das wirklich Interessante ist aber danach, und zwar beginnt der Hochzeitsplaner mit einem kleinen Steckbrief zu euch als Paar und eurer Hochzeit, wo ihr nochmal verschiedene Sachen aufschreiben könnt, unter anderem, wie war denn der Antrag und wie war eure Zeitlinie bis zum Antrag. Nach dem Inhaltsverzeichnis habt ihr das allererste Kapitel. Dort steht gar nichts drin. Es ist eine riesige Checkliste, die ihr speziell für eure Hochzeit und was ihr erledigt haben wollt, einfach aufsetzen könnt. Im zweiten Kapitel könnt ihr dann alle Dienstleister aufschreiben, mit denen ihr eventuell zusammenarbeiten wollt und wann ihr die Termine damit habt. Am Ende des zweiten Kapitels habt ihr auch eine Zeitlinie für euren Hochzeitstag. Kann man schnell überblättern, wie eben gerade geschehen, denn im dritten Kapitel könnt ihr nämlich alle Angebote miteinander vergleichen und sagen, was euch besonders gut gefallen hat. Im vierten Kapitel dreht sich dann alles um die Braut und ihr Aussehen am Hochzeitstag, übers Brautkleid, Frisur, Make-up, aber auch welche Kleinigkeiten ihr vielleicht nehmen wollt, um die Tradition etwas Altes, etwas Neues, etwas Geliehenes und etwas Blaues für euch zum Leben zu erwecken. Im fünften Kapitel dreht sich dann alles um das Aussehen des Bräutigams und seiner Jungs am Hochzeitstag. Ist eigentlich genau gleich aufgebaut wie bei der Braut. Was allerdings fehlt, ist eine extra Seite für den Ringträger. Das wäre vielleicht noch ganz schön und ein kleiner Tipp fürs nächste Mal. Im nächsten Kapitel dreht sich alles um eure Gäste- und Gästeliste. Dieses Kapitel beginnt wie alle anderen auch mit einer Art Checkliste. Dort könnt ihr den Namen eures Gastes aufschreiben, mit wie vielen Personen er kommen wird und ob essenstechnisch, allergietechnisch etwas beachtet werden soll. Am Ende des Kapitels habt ihr dann aber auch Platz, euch die Adressen eurer Gäste zu notieren. Im nächsten Kapitel dreht sich dann alles um die Location für Trauung, Feier und Sektempfang. Ihr könnt festlegen, was es geben soll, ihr könnt die Dekorationen bestimmen, ihr könnt einen Raumplan reinkleben und ihr habt auch Platz für eure Tischordnung. Ganz am Ende des Kapitels findet ihr dann auch nochmal etwas zu eurer Hochzeitsnacht. Verglichen mit anderen Kapiteln ist die Getränke- und Menüplanung recht knapp gehalten, bietet aber dennoch Platz, um eure Ideen und Wünsche aufzuschreiben. Die Papeterie ist dann das nächste Thema. Hier habt ihr wieder mehr Platz und könnt auch kleinere Proben einkleben und genau überlegen, welche Texte ihr auf welcher Karte haben wollt. Foto bis Musik findet ihr im Kapitel Media. Hier habt ihr dann auch Platz, eure Tanzstunden kurz einzutragen. Und dann geht es eigentlich schon weiter zum letzten Kapitel, und zwar die Kostenaufstellung für eure Hochzeit. Mit eurem Gesamtbudget, euren einzelnen Ausgaben, mit wichtigen Kontodaten für Dienstleister, die ihr vielleicht öfter bezahlen müsst. Und dann noch ein paar Notizen. Auf der Rückseite des Planers findet ihr noch eine kleine feste Tasche. Da drin enthalten ist ein undatierter Zeitplan für eure Hochzeit, wo ihr eure Termine reinschreiben könnt. Die Tasche ist aber auch groß genug, dass ihr noch andere Sachen reinstecken könnt, wie zum Beispiel diese Postkarte oder auch Visitenkarten, die euch ja die Dienstleister dann immer wieder geben werden. An der Qualität des Planers möchte ich eigentlich gar nicht mäkeln. Der Druck ist einwandfrei, das Papier ist wunderbar. Was mich als Hochzeitsplanerin etwas stört, ist der Aufbau.
der ist für mich nicht immer ganz schlüssig. Man müsste immer wieder hin und zurück blättern und auf Terminen selber kann man da vielleicht nicht ganz gut Notizen reinschreiben, wie man es tun wollen würde. Deswegen empfehle ich diesen Planer eher für die Planung daheim und später als Erinnerungsalbum. Wie findet ihr den Planer von Joe & Judy? Möchtet ihr mehr von diesen Videos sehen? Und vor allen Dingen, welchen Planer soll ich für euch als nächstes testen? Gebt mir in den Kommentaren kurz Bescheid. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, gebt mir doch einfach einen Daumen hoch und